Johannes Heisig war schon oft im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst zu Besuch. Bisher immer nur als Gast. Es war aber vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis er selbst einmal im Mittelpunkt stehen würde. Aktuell sind 70 Werke des Berliner Malers unter dem Titel Tonlagen in den Räumen des ehemaligen Dieselkraftwerks zu sehen. Die Verbindung zur Musik lässt sich in der ersten Hälfte der Ausstellung schnell erkennen. Sie ist inspiriert von der aufgeladenen Atmosphäre der deutschen Teilungsjahre. Malereien, die keine übergeordnete Botschaft darstellen. Botschaften aussenden, das ist immer so eine sehr zweischneidige Angelegenheit. Ich will eigentlich gar keine Botschaften in dem Sinne aussenden. Zuallererst unterhalte ich mich mit mir selber sozusagen. Und der Idealzustand für mich ist dieses selbstvergessene Arbeiten, was eigentlich in Vollendung nur das Kind beherrscht und wo man dann ein ganzes Malerleben dran arbeitet, dass man da wieder hinkommt irgendwann. Und man es nicht schafft, weil zu viel Kopf immer dabei ist. Die Malereien sind fulminant umgesetzt, was nicht zuletzt an den kräftigen Farben liegt. Genau darin liegt der Unterschied zur zweiten Hälfte von Heisigs Ausstellung. Hier finden Besucher ausschließlich finstere und dramatische Kohlezeichnungen. Sie sind inspiriert vom hierzulande eher unbekannten englischen Dichter Ted Hughes und seinem Werk Krähe. Wenn Sie von Botschaften reden, da wäre meine Les diesen Ted Hughes auch in Deutschland. Ja, der ist ja hier kaum nach wie vor bekannt. Und ich finde diese Gedichte über Krähe ganz, ganz wunderbar. Und wenn ich dafür ein bisschen was hier tun könnte, auch zusammen mit meinem Freund Wolfgang Krause-Zwieback, der dann hier Ende Juni eine performative Lesung der Gedichte machen wird, dann wäre das schon mal toll. Ja. Die Ausstellung Tonlagen zeigt zwei Seiten des Künstlers Johannes Heisig. Aktuell zu erleben im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Bis zum 24. Juni wird sie dort noch zu sehen sein.